Ja, herzlich willkommen wieder bei Bullmann Finanz. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ja, mein Urlaub ist vorbei. Es ist Zeit wieder für neue Videos. Und ich habe jetzt wieder schöne Energie geladen, sage ich jetzt mal. Und ja, das heißt, man kann jetzt wieder richtig schön durchstarten. Wir fangen jetzt diese Woche mit Bitcoin an. Bitcoin hat ja wieder eine wunderschöne Rallye hingelegt. Und ja, wir haben auch immer weiterhin unsere Long-Position noch offen. Wir haben mehrere Trades schon geschlossen im Community-Pool, weil Bullmann Finanzen Projekt gibt es auch noch Änderungen. Aber diese Änderungen werde ich euch natürlich dann morgen mitgeben. Heute gucken wir uns nur den Trade an und ja, wo wird der Bitcoin jetzt in der nächsten Zeit eventuell hingehen? Und ja, wird eine Korrektur passieren oder nicht passieren? Um das geht es hier heute. Genau. Und ich wurde auch immer wieder gefragt, mache ich auch Analysen oder habe ich hier nur Widerstände? Und ja, darauf gehe ich natürlich auch ein. Natürlich habe ich auch Analysen gemacht und natürlich sind wir in einem Aufwärtstrend, sage ich jetzt mal. Und das werde ich hier in diesem Video euch auch zeigen. Aktuell sind wir in einer Zone von Bitcoin. Wir schwanken jetzt zwischen dem Preis von 69.784 US-Dollar und 67.985 US-Dollar. Wir sind in einer Zone, ihr seht es ja, hier ist es schon rot. Roter geht es gar nicht mehr. Hier liegt so viel Volumen. Bitcoin muss definitiv über 70.136 US-Dollar drüber schließen. Schließen wir nicht darüber. Das heißt, wir müssen definitiv auch die 69.784,2 US-Dollar knacken. Wenn wir da drüber sind und dort drüber auch schließen, dann schließen wir auch über diese 70.000 US-Dollar. Solange wir nicht darüber schließen und wir weiterhin in dieser Zone hier bleiben, wo rot ist, diese rote Zone bedeutet, hier liegen sehr viele Verkaufsvolumen und dieses Verkaufsvolumen drückt Bitcoin immer wieder schön nach unten. Das heißt, die Bullen müssen hier ordentlich Gas geben, dass die hier durchbrechen. Solange es hier nicht passiert, kann es definitiv eine Korrektur geben. Und schaden würde es uns auch nicht, weil, jetzt kommt das Weil, wir sehen jetzt hier in den 4-Stunden-Chart, genau hier unten haben wir eine große Kerze, die wurde bis heute noch nicht abgeholt. Und das könnte rein theoretisch Bitcoin wieder runtergehen bis zu 63.000. Könnte, muss nicht. Aber, wie gesagt, diese Kerze wurde bis heute nicht abgeholt. So, dann haben wir hier auch nochmal eine große Kerze, die wurde auch noch nicht abgeholt. Das heißt, auch hier könnten wir bis zu 66.032 US-Dollar nochmal runterdippen. Also nochmal eine Korrektur von Bitcoin sehen. Von daher, die Bären sind hier oben sehr stark aufgestellt. Und solange die Bären hier so stark aufgestellt sind und uns wirklich die Power fehlt, ja, dann würde ich eher sagen, dass wir hier demnächst eventuell erstmal eine Korrektur nochmal runtersehen Richtung 66.000 US-Dollar. Das ist jetzt nur meine Meinung, aber es würde uns aber nicht schaden. Es ist wirklich alles noch im grünen Bereich, weil ich bin immer noch auf Long und ich stehe auch dazu und sehe definitiv auch bis Ende nächsten Monat, dass wir über 70.000 neues Higher High machen, also neues Hoch bilden. Und wir gucken uns das Ganze erstmal auf eine andere Analyse an. Und wir sehen hier natürlich was ganz anderes. Und jetzt seht ihr natürlich, ich mache natürlich auch meine Analysen und sehe verschiedene Faktoren. Ersten Faktor, wir haben hier einen 4-Stunden-Chart. Hier kann man schön sehen, dass wir auf einen Aufwärtstrend liegen. So, dieser Kanal ist wirklich riesig. Der ist bombisch. Und solange wir diesen Kanal weiterhin führen und hier definitiv nicht unten ausbrechen, am besten aus diesem Kanal oben weg ausbrechen. Aber das müsste rein theoretisch dann wirklich über 70.000 US-Dollar passieren. Aber auch hier auf dem 4-Stunden-Chart nochmal, wir sehen hier einen roten Balken. Wir sind genau an diesen roten Balken. Das heißt, die Bullen müssen jetzt hier definitiv den Preis wirklich halten. Wir haben hier jetzt halt nochmal Volumen liegen. Wenn wir hier jetzt halt wieder reinfallen und hier unten durchfallen, aus diesem Volumen unten raus und unten schließen, sagen wir mal unterhalb von 67.996 US-Dollar, wenn wir hier drunter schließen, dann
kann es sein, dass Bitcoin wirklich auf die 66.000 US-Dollar fallen wird. Und das ist eine ganz normale Korrektur. Und ihr seht, wir sind weiterhin in einem Aufwärtstrend. Dieser Kanal wurde nicht gebrochen, dieser Kanal wird weiterhin geführt. Und das soll man natürlich auch sehen und eine Korrektur gehört definitiv dazu. Wir sehen auch hier, wir haben einen großen Pump, auch hier kann man wunderbar sehen, wir wurden hier noch kein Stück abgeholt. Und das fehlt natürlich, weil der Markt kann nicht dauerhaft nach oben pumpen, sondern der Markt muss sich auch wieder nach unten beruhigen. Auch wenn der RSI auf 50 Punkte liegt, das macht nichts, auch wenn wir weiterhin uns Aufwärtstrend sehen. Wir haben trotzdem riesengroße Candlen, die sind bis heute noch nicht abgeholt worden. Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Genau. So, jetzt gehen wir weiter hoch. Wir sehen, der Markt wird aktuell sogar abgelehnt. Wir gehen nochmal näher ran. Dann sehen wir es hier wunderbar. Es wurde hier nochmal kurz abgelehnt. Wir sehen es hier, wir wurden nochmal re-getestet. Solange wir das Ganze retesten, ist es wunderbar. Dann kann der Bitcoin ruhig weiter wieder nach oben gehen. Die Woche ist keine große Woche mit News. Es ist, die einzigen News sind, glaube ich, am Donnerstag. Sonst ist die Woche wirklich sehr, sehr ruhig. Aber hier definitiv müssen wir aufpassen, brechen wir hier unten durch. Und dieser Support hier wird nicht halten. Wir brechen hier unten weiterhin aus. Sagen wir mal bei den 68.000, wir brechen hier unten durch. Wie gesagt, dann sehen wir hier definitiv, können wir auf die 66.400 bis zu 66.000 runtergehen. Und das würde uns immer noch nicht den Genick brechen. Wir können uns das Ganze auch nochmal so angucken. Ich schau mal. Wir machen es anders. Zack, zack. Dann markieren wir das Ganze mal. Wir sehen ja die ganze Zeit hier einen schönen Aufwärtstrend. Immer schön nach oben, Bitcoin pump, 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 pumpt. Und wir haben jetzt bis dato keine große Korrektur. Wir haben hier wirklich den 4-Stunden-Chart. Und von daher haben wir ein Problem. Und dieses Problem sehe ich hier unten an dieser Kerze, an diesem Volumen, was wir hier unten noch haben, an sehr viele Käufer. Hier unten wurde es zum Teil abgeholt. Das ist soweit in Ordnung. Das sieht ja noch gut aus. Und dazu sage ich auch nichts. Von daher ist es wahrscheinlich möglich, weil hier noch recht viel liegt, dass wir eventuell, es steht nicht fest, wie gesagt, man hat keine Glaskugel, es ist so ein bisschen wirtschaftlich abhängig, das Ganze, natürlich auch von den News. Und wir sehen auch hier, wie gesagt, ich würde eher definitiv tendieren, dass wir erstmal wirklich nach der Zeit erstmal runtergehen, nochmal auf die 66.400. Ich würde nochmal nachkaufen, auch im Trading Pool, bevor wir hier die Rally erstmal dann weiter nach oben führen. Ich sehe definitiv den Bitcoin, dass wir hier nochmal schön nach unten gehen, nochmal richtig Schwung holen und danach hier wirklich weiter die Rally Richtung unsere 70.000 sehen können. Wie gesagt, es ist nur eine Vermutung, mehr auch nicht, so sehe ich die Sachlage. Das passiert aber auch erst, diese Korrektur, wenn wir hier durchbrechen, einmal nach unten. Ich hoffe aber, dass wir das hier halten, genau die 68.565 US-Dollar, wieder hochwicken und natürlich hier Richtung 69.878 US-Dollar oder am besten 70.000 und oben drüber schließen und hier weiter schön nach oben gehen. Aber wie gesagt, Luft nach unten haben wir noch genügend. Wir sind immer noch im Aufwärtstrend, was sehr, sehr positiv ist für den Bitcoin. Wir sehen jetzt aktuell die Trades aus. Unser Trade, wie gesagt, ist jetzt bei 182 US-Dollar. Wir haben ja schon Trades geschlossen. Wer noch nicht bei Levex ist, unten in der Videobeschreibung ist natürlich der Link. Ihr könnt natürlich alles verfolgen. Hier könnte man einmal draufklicken auf die Suche. Dann können wir hier oben einmal auf Bull. Dann sehen wir hier gleich Bullmoon Finanz. Wir klicken hier einmal drauf und schon können wir hier einmal den aktuellen Trade sehen, was ich hier aufhabe mit Stop Loss und Take Profit. Take Profit habe ich sehr weit nach oben gesetzt. Und natürlich, welche Trades wir schon hier erfolgreich geschlossen haben. Wie gesagt, hier 382, 553, 287 US-Dollar. Also hier definitiv positive Trades immer wieder abgeschlossen. Das ist jetzt hier nur der Community-Pool, was über das ganze Projekt natürlich läuft.
Ja, das ist natürlich das Update. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wie gesagt, Updates zu Bull Moon Finanz Projekt sozusagen gibt es eine große Änderung. Dafür würde ich dann morgen nochmal ein Video machen, was nur dafür zu tun hat, also zu diesem Thema zu tun hat. Und ja, wenn euch das Ganze gefallen hat, könnt ihr auch gerne auch noch in die Telegram-Gruppe dazu joinen oder wie gesagt den Kanal abonnieren und dann verpasst ihr natürlich auch kein Video mehr. Jetzt sage ich erstmal bis bald, bis zum nächsten Video und bye bye.